Guten Morgen zusammen. Haben ja gestern gesagt, heute fahren wir nochmal nach Estepona, weil Maria ihr Laptop abholt, wo das Akku getauscht worden ist. Ja, und jetzt hatten wir gewartet darauf und haben was getrunken. Und jetzt wollte ich euch noch ein paar schöne Bilder schicken. Heute Morgen war es ein bisschen stark bewölkt, es hat auch geregnet bis Nacht. Werden die Spanier sich wahrscheinlich sehr darüber gefreut haben. Die nächsten Tage ist auch etwas unbeständig, könnte auch mal regnen wieder. Aber trotz alledem, man weiß, die Sonne kommt immer wieder. Auch wie ihr seht, ist wieder sehr entspannt. Strandleben ist fast auf Null. Da sieht man noch welche mit Liegestühlen im Sand. Ja. Riesenrad läuft auch nicht. Man kann merken, die Saison ist zu Ende. So, und jetzt lassen wir uns Stückchen Kuchen schmecken. Nachwehen vom Geburtstag. Mit einem Kaffee con leche. Ich habe keine Sahne genommen. Angenehme Temperatur, leichter Wind. Ja, aber jetzt guck mal, jetzt ist die Sonne wieder draußen. Ja. Ist direkt wieder schön. Auch wie gesagt, leicht bewölkt. Ja, und wie versprochen, sind wir hier an dem schönen Riesenrad, 40 Meter hoch. Und da wollen wir jetzt gleich mal mitfahren. Wetter ist bewölkt, ab und zu kommen ein paar Regentropfen runter. Aber wenn die Sonne rauskommt, ist es direkt richtig warm. So, jetzt sind wir erstmal was trinken. Ne? Die Kehle ist trocken. Ja, ich habe ehrlich ein bisschen Durst. Fall nicht reif. Nö. So, jetzt sind wir drin. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Eine Runde. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja. Oh ja, schön. Du hast aber schon eine feuchte Stirn, mein Schatz. Was redest du? Vorsichtig. Ja. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes. Oh mein Gott. Ey, das ist jetzt ein kleines Stück, ne? Das ist noch lange nicht oben. Oh Gott. Jetzt stecken wir die Kabine an. Mal sehen, was passiert. Seid doch mal ruhig. Wir sehen es doch gleich. Ja. Ist auch ein Papa-Geschäft.
Ich hab's gesehen. Ich hab's von unten gesehen. Ja. Scheiße. Wir sind, glaube ich, immer noch nicht oben. Nee. Oh. Oh. Oh, mein Gott. Oh. Oh, jetzt sind wir oben. Jetzt sind wir jetzt. Guck mal die Häuser. Oh, mein Gott. Das bricht ein bisschen der Schweiß aus. Ist doch runterkommen. Nee, jetzt geht ja nicht. Ich muss mich einfach dran gewöhnen. Runterkommen wir immer wie im Flieger. Ja, ist klar. Nee, ich muss. Guck mal, wie klein die Menschen. Aber so viele Leute sind da gerade. Ja, ja. Nee, jetzt ist gut. Das war nur der erste. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Nur der erste Moment. Sind die Leute alle abgehauen, alles? Tja, ich kann. Nee, pass auf, jetzt wird das wieder voller. Guck. Das war die Verkehrsdecke, wo du über den Strand da unten. Wie das menschliche Auge. Ne? Ist das gut. Gibraltar kannst du sehr schön sehen. Oh, ist ein schöner Strand, ne? Ja. Das ist gepflegter Strand, ne? Ja, ja. Ja, die Strände sind eigentlich alle gepflegt. Ich habe keine ungepflegten gesehen. Ah, das ist schon schön. Ja, ich, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Die Idee war gar nicht schlecht, den letzten Tag noch mitnehmen, oder? Nee. Wir haben jetzt mit Wohnung gesagt, wir... Die liegen da noch alle, es scheint Wetter und die Na, ich hab das gesehen, ja. Da liegen auf der liegen. Wir gucken nicht. Das ist ja das auch, was ich immer mache. Ich gucke auch nach Wohnung, das ist ja viel zu früh. Ne? Wir hatten jetzt... Du musst dich nachher irgendwann entscheiden. So eine schöne Wohnung gesehen. Ja. Also überhaupt was zu bekommen, ne? Ja. Ich glaube, Marlies, du musst dir einen Ort raussuchen und den vielleicht noch ein bisschen im Umfeld erweitern. Ja, ja. Denn dieses Gucken, ist die Wohnung frei? Du müsstest dann spätestens nächsten Tag da sein. Ne? Spätestens. Was wir ja könnten. Ja, ja, ja. Das wäre nicht das Problem. Aber dann sollst du, wie Maria auch schon sagt, versuch 2-3 Besichtigungen zu machen. Das, denke ich, gestaltet sich. Wenn die Sonne rauskommt, dann hat man direkt wieder so ein schönes Bild. Da könnte man meinen, man ist in den Tropen. Die Promenade ist schon toll hier.